Hallo Berlin, 5. September und ich wollte euch nur ganz kurz nochmal zeigen, dass es wirklich kein Hirngespinst ist, dass Mädels und Männer gegeneinander spielen können, wenn sie das gleiche Niveau haben. Wir haben hier eine Partie Alberto und Hernan gegen die Lola und die Alba und ausgeglichenes Match, geht hin und her, ist relativ ausgeglichen und einfach nochmal als Beweis, Frauen gegen Männer, absolut auf gleichem Niveau, kein Problem. Einer der wenigen Sportarten, wo das absolut möglich ist, wo es nicht um Schnelligkeit und um Kraft geht so sehr, sondern mehr um Taktik, den Ball in die Nähe der Wände zu spielen und dann dementsprechend einfach nur den richtigen Ball im richtigen Moment zu spielen. Lasst euch ganz kurz mal bei dem Ballwechsel alleine. Dann geht's weiter. Hoher Ball. Gut, Lola. Und dann macht weiter. Super. Ja, ihr seht. Eine der wenigen Sportarten, glaube ich, auf der ganzen Welt, wo Frauen und Männer gegeneinander spielen können, ohne dass es extreme Nachteile gibt. Kleine Info, September gleiches Angebot wie auch im August. Bälle und Schläger gibt es weiterhin umsonst. Und als einziges, was ihr zu zahlen habt, ist dann letztendlich der Platz. Kommt vorbei, probiert das Padel aus und zeigt in der Ansicht eure Stärken. Noch als Info, Ende September, dann German Padel Masters, das Turnier, wo es um die erste deutsche Meisterschaft im Padel geht. Und wir freuen uns natürlich auch auf ein paar Besucher und hoffen natürlich, dass die Berliner Vertreter, in dem Fall die Sieger von Play the Wall und die Sieger von Padel Berlin, beziehungsweise die Zweitplatzierten in dem Fall, dann auch den Titel nach Hause holen in Berlin. Wir freuen uns darauf, dass ihr euch mal dann dementsprechend hier auch vergnügt und ein paar Spielchen ausprobiert. Und wünschen euch dementsprechend einen schönen Mittwochabend und sagen einfach mal bis bald bei Padel Berlin.